Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute backen wir gemeinsam eine Tarte au Chocolat. Viel Spaß! Wir fangen an und falten zwei Bögen Backpapier. Wie dies am besten funktioniert, seht ihr hier im Video. Den Tartboden in die Pfanne legen und den Rand andrücken. Das zweite Backpapier auf den Tartboden legen und mit Backerbsen oder Erbsen beschweren. Die Erbsen werden zum Blindbacken benötigt, das sorgt dafür, dass der Boden nicht hochkommt. Den Tartboden auf kleinster Stufe für 10 Minuten backen. Die Erbsen entfernen, den Tartboden zur Seite stellen und auskühlen lassen. Die Sahne mit dem Zucker und einer Prise Salz in einen Topf geben. Schokolade und Butter in einer separaten Schüssel abwiegen. Die Sahne aufkochen, die Temperatur dann ausstellen und die Schokolade sowie auch die Butter in den Topf geben und langsam schmelzen lassen. Die Vanille und die Milch dazugeben, dadurch kühlt es schon etwas ab. Die Schokolade ungefähr 15 Minuten auskühlen lassen und in den Tartboden füllen. Jetzt müsst ihr das Ganze für ca. 2 Stunden kalt stellen und dann könnt ihr das auch schon genießen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mehr Inspiration findet ihr auf meinem Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.